Herzlich willkommen, liebe Zuschauer, zu einem neuen Experteninterview hier bei BXwissTV. Ich habe heute zu Gast Thomas Gitzel, Chefvolkswirt von der VP Bank. Ich freue mich sehr, dass ich dich wieder als Gast begrüßen darf. Hallo David. Ja, Thomas, du hast letztes Mal, als wir gesprochen haben, den Corona-Krisenbarometer der VP Bank vorgestellt. Und mich interessiert natürlich, wie er sich entwickelt hat die letzten Tage und auch Wochen. Wir haben den Markt gesehen, er ist sehr stark gestiegen. Auch vor dem Hintergrund der Impfstoffkandidaten, die sehr aussichtsreich sind. Hat sich der Barometer ähnlich entwickelt oder gibt es da eine Abweichung? Es ist tatsächlich so, dass der Barometer gestiegen ist. Allerdings steht das nicht in Zusammenhang mit den guten Nachrichten der Impfstoffhersteller. Und auch nicht mit der freundlichen Tendenz an den Aktienmärkten, weil unser Barometer misst harte ökonomische Fakten. Das hat einen ganz anderen Hintergrund und dieser Hintergrund ist sehr, sehr interessant. Wir sind jetzt in der Thanksgiving-Woche. Heute ist Thanksgiving in den USA und Thanksgiving ist eines der wichtigsten Familienfeste jenseits des Atlantiks und die Kinder, Enkel besuchen ihre Eltern, ihre Großeltern. Und das tun sie auch in diesem Jahr relativ fleißig. Und unser Barometer, das gestiegen ist, bildet dieses höhere Passagieraufkommen an den US-Flughäfen wieder, beziehungsweise dann natürlich auch die höheren Starts und Landungen an den US-Flughäfen. Das spiegelt sich, wie gesagt, jetzt in positiv in diesem Barometer nieder. Allerdings die dahinterliegende Nachricht ist eigentlich keineswegs positiv, weil mit diesem erhöhten Fluggastaufkommen, mit den Besuchen zu Hause, mit der großen Familienfeier, nimmt natürlich vermutlich auch das Infektionsgeschehen in den USA weiter zu. Wir wissen, die Zahlen in den USA steigen derzeit dramatisch an. Und es ist jetzt ausgehend von unseren Messungen tatsächlich davon auszugehen, dass das Infektionsgeschehen in den kommenden 2, 3 Wochen weiter aufgrund dieses Thanksgiving-Tages weiter deutlich ansteigen wird. Damit nehmen die Neuinfektionen zu. Und das wiederum ist natürlich im Umkehrschluss keine gute ökonomische Nachricht und letzten Endes auch keine gute Nachricht für die Finanzmärkte. Du hast das Infektionsgeschehen in den USA schon angesprochen. Hier in Europa sehen wir natürlich auch noch weitere Lockdowns, auch besonders auch in Deutschland, auch eine Verlängerung des Lockdowns oder des Teil-Lockdowns. Wirkt sich das auch zusätzlich noch aus? Also sprich, kannst du einen Ausblick wagen für die nächsten Wochen, wie sich der Barometer und letztendlich auch die Wirtschaft und die Märkte entwickeln können? Also unser Barometer beobachtet das Geschehen in den USA und das Geschehen in Europa bleibt hierbei außen vor. Aber unser Barometer hat in den vergangenen Wochen bereits schon deutlich nachgegeben. Wir haben es gesehen, die Stromnachfrage ging deutlich zurück. Und das letztlich spiegelt auch diese zweite Corona-Welle nieder. Ich möchte mal sagen, unser Krisenbarometer ist weit vorauslaufend vor den Konjunkturfrühindikatoren, die wir aus den USA bekommen und natürlich auch deutlich vorauslaufend auf die harten Fakten, also das Bruttoinlandsprodukt. Ich würde deshalb sagen, vermutlich hat jetzt erstmal unser Barometer den Tiefstand erreicht, den vorläufigen, weil eben hier schon einiges vorweggenommen wurde. Ich würde mal perspektivisch sagen, das Barometer kann sich möglicherweise in den kommenden Wochen sogar verbessern. Aber vielleicht nur ganz kurz zum Geschehen in Europa. Tatsächlich, ja, wir sind konfrontiert mit harten Lockdowns und wie wir wissen, die Lockdowns werden auch über Weihnachten fortgesetzt bis ins neue Jahr hinein. Und das sind natürlich keine guten Nachrichten für die wirtschaftliche Entwicklung, insbesondere natürlich für die üblichen Leidtragenden wie das Dienstleistungsgewerbe und dort natürlich allen voran das Hotel- und Gaststättengewerbe. Also wir werden, das können wir, glaube ich, mittlerweile relativ sicher sagen, in Europa bzw. in der Eurozone im 4. Quartal erneut ein rückläufiges Bruttoinlandsprodukt bekommen.
Herzlichen Dank für deine Einschätzung, auch für deinen Ausblick für die nächsten Wochen. Thomas Gitzel, Chefvolkswirt von der VP Bank. Und liebe Zuschauer, schauen Sie wieder rein beim nächsten Experteninterview bei BX Swiss TV. Vielen Dank.